So, wie gesagt, auf der Brücke sind wir jetzt mitten im Spiel und ja, so lange mitten im Spiel ist es jetzt auch nicht. 580 Punkte. Ich schätze so eher ein Drittel des Spiels. Und das Ziel hier ist es nämlich, ja, die ganzen komischen, abstrakte Dinge einzusammeln und Gegner besiegen. Beziehungsweise Gegner daran hindern, diese Konstrukte einzunehmen. Und die generieren nämlich Punkte pro Sekunde, also maximal 3 Punkte pro Sekunde, also ein Punkt pro Ding. Karl. Na, während die anderen hier einnehmen, kann ich hier die mal ein bisschen schwächen. Ja, das ist gerade ein bisschen ungünstig. Muss hier ein bisschen raus. So, perfekt. Ja, also einige Schnelligkeitsdinge, die auch fernangriffen, sind auch ein bisschen übel. Ah, da haben wir die Pistolenkönigin auf unserer Seite. Also die ist auch sehr übel. Na, na, na. So, next one. Okay. Wir haben jetzt genau zwei, das ist nämlich sehr gut. Ich frage mich gerade, warum im Kampf keine Mucke mehr kommt. Das ist irgendwie sehr komisch. Hab wieder das irgendwie ausgeschaltet, aber man konnte ja nur ganz anfangen. Ah, scheiße. Ich bin mal weg. Ah, mir fehlt noch ein paar SP. So, mein Team, man kann ihn nicht allein lassen. So, Dankeschön. SP mal 2. So, ich muss das ein bisschen schwächen, bevor ich nämlich von der Ultra-Attacke vernichtet werde. Diese Attacke ist nämlich ziemlich unfair, denn die attackiert nämlich alle Spieler sehr hart. Und wenn man zum Beispiel jetzt Schutzschild hat, also die blaue Linie, dann geht's auch sehr schnell weg. Okay, die Musik kommt jetzt irgendwie. Also sagen wir mal Intro, konnten wir bisschen Charakter auswählen, können wir die Musik ganz gut hören. Jetzt ist es ganz voll leise. Ah, gut. Alter. Übertreib. Wie da mir sich hier prächtigst versammelt. Meinetwegen. Ja, da kommen vereinzelt die Gegner. Ja, du. So, erstmal wird die attackiert. Na, komm her. Double kill. Executioner. Jetzt sind die Gegner alle weg, oder wie? Ja, einer muss hier Wache stellen, sonst werden die Dinge sehr schnell erobert. So wie jetzt. Jetzt haben wir genau 3 Stück. Volle gegnerische Mannschaft und jetzt sind wir alle weg. Das ist auch sehr cool. Ja, komm her. Erstmal wird die attackiert. Dann komm ich. Oder ich kam. Alter. Stirb. Schade, ich hab den nicht erwischt. Na, na, na. Ja, die Gegner machen Rückzug, wollen unsere erobern. So. Erstmal brauche ich Heilung. Definitiv. Okay, SP mal 2, sehr gut. Wie gesagt, ich wollte auch mal Heroes of Storm. Ich weiß, wahrscheinlich mache ich ein Let's Play. Aber ich weiß nicht, ob ich das jeden Tag rausbringen kann. Wahrscheinlich nur einmal in der Woche oder so. Vielleicht so eher Compilation. Au. Weil mir gefällt das Spiel sehr. Da kann man echt stundenlang damit verbringen. Nur leider geht meine Festplatte sehr voll. Deswegen muss ich die ganzen Dateien erstmal auf eine externe Festplatte bringen. Da hatte ich kleine Probleme gehabt, weswegen ich nicht flüssig hintereinander aufnehmen kann. Auf jeden Fall funktioniert das jetzt. Und zwar irgendwas mit den USB-Slots. Ah, Gott.
Wenn ich Schutzschild damit da ist, habe ich ein kleines Problem. Aber die hier kann ich locker hier rausnehmen. So, und nochmal. Ach, Mist. Da hat er mich doch noch gekriegt, indem sie die ganzen Kicke gespammt hat. Ich hätte weiterhin Schutzschild machen können. Aber das ist okay. Wir haben so gut wie gewonnen, wenn nichts schief geht. Aber das wird noch knapp. Das wird sehr knapp, aber theoretisch müssten wir eigentlich gewonnen haben, wenn wir noch genug Kills machen. Ja. Und was machen die? Ja. Du rennst hier nicht weg. Also ich meine, Freestack ist nämlich sehr genial. So leicht nicht. Okay. Ja, das war irgendwie blöd, weil die Gegner von hinten kommen. Ich muss hier raus. Dankeschön. Au. Raus hier. Ja, wir haben alle drei Pylons. Ach Mist, schade. Sehr schade. Ich dachte schon, eine kommt von hinten, deswegen habe ich da einen Schuttel gemacht. Dann eben nicht. Dann eben nicht, aber wir haben schon gewonnen. Wir kriegen keine Punkte mehr. Und ja, wir haben gewonnen. Victory. Sehr nice. Nice. Stopp, jetzt wird die Musik lauter. Alles klar. Ich weiß nicht, ob man das vorher einstellen kann, ob die Musik dann im Kampf nicht leise wird, aber ich glaube eher nicht. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, Chosen.